heute gleiche Fliegen dann vielleicht machen. Mhm, ja. Und vielleicht, was ich, je nachdem wie er ist, die Pirouette. Gut so. Außen mit, abwenden. Hauch nach vorne, sehr brav. Ja, mein Name ist Birgit Weyer. Ich mache hier mit beim Lehrgang von Irene Rapp-Hinrichs und das ist Pluto Babana, 17-jähriger Lipizzaner-Wallach, den ich habe, seit er 3 ist. Ich habe ihn ausgebildet bis zur Schule und bei Irene Rapp-Hinrichs perfektioniere ich noch die Arbeit am langen Zügel. Was macht denn mehr Spaß, die Arbeit am langen Zügel, was wir gerade gesehen haben, oder das Reiten? Also eigentlich fast die Arbeit am langen Zügel, weil er mehr Spaß dran hat. Also das haben wir immer von Anfang an auch gemacht und das ist irgendwie so seine Lieblingsdisziplin. Jetzt wieder gerade nach vorne denken, gut. Guck dir da vorne was an, geh davon aus, super, super. Wir sind auf dem Hof Ohana in Bagdeheide heute zu Gast und hier ist für einen Kurs in klassisch barocker Reiterei Irene Rapp-Hinrichs, lizenzierte Trainerin für die klassisch barocker Reiterei. Wofür ist der Kurs gedacht? Wer sind die Kursteilnehmer? Also der Kurs ist gedacht für viele Reiter und Menschen, die Arbeit an der Hand und am langen Zügel gerne üben oder machen. Und ich habe hier schon so ein bisschen ein Klientel erarbeitet in dem Sinn, wo ich sagen kann, wir treffen uns immer wieder so jeden Monat im Sommer und arbeiten an gewissen Lektionen, gerade diesen Schwerpunkten in der klassisch-barocken Reiterei, weiter. Das heißt, wir haben Schlüssellektionen wie Schulter herein oder viel Arbeit an der Piaffe oder auch gewissen Zirkuslektionen wie spanischen Schritt, um da später eben Passage zu erarbeiten. Was müssen die Teilnehmer mitbringen, wenn sie hier teilnehmen wollen? Eigentlich nur ein gutes Verhältnis mit dem Pferd. Es ist vom Mindestniveau her eigentlich egal. Mir ist es halt wichtig, dass beide Partner sich gut verstehen und dass schon beide so eine klare Zielvorstellung haben, was möchten sie erreichen. Und das Niveau kann ganz gering sein, aber so eine gewisse Vorstellung wäre für mich schön, dann kann ich auch beide da abholen. Es gibt bestimmt Unterschiede. In der normalen Reitschule wird ja keine klassische barocke Reiterei angeboten. Wo sind die Unterschiede zu dem, was Sie hier im Kurs anbieten oder überhaupt zur klassischen Reiterei? Ja, also es ist viel der Schwerpunkt Arbeit an der Hand, also begleitend oder unterstützend, dass der Reiter einfach auch mal einen anderen Blickwinkel vom Pferd hat, also eben von unten. Ich unterrichte dann erstmal diese Grundlagen und das geht bis hin zu schweren oder höheren Lektionen. Das ist so der Unterschied, dass ich das eben mit unten auch begleiten kann, da die Routine ist und diese Ausbildung auch klassisch barock darauf viel aufbaut. Und halt, dass eben so Lektionen auch am langen Zügel erarbeitet werden. Also so ein Beispiel ist hier in der Spanischen Hofreitschule in Wien. Dort wird ja auch diese Arbeit am langen Zügel gezeigt. Und das ist halt auch etwas, was man im Rahmen dieser Trainerausbildung lernt und dann auch die Schüler unterstützen kann. Wer sich mit dem Thema näher beschäftigen will, kann sich auf Ihrer Webseite informieren. Wo erreichen wir Sie da? Genau, und zwar die Webseite ist unter www.klassisch-barock-trainer.de. Da können Sie gerne informieren, was Sie anbieten und wo Sie hinkommen und was man bei Ihnen lernen kann. Genau. Auch gerne mich kontaktieren, gerne anrufen oder eine E-Mail schreiben, da ist ein Kontaktformular. Und dort sieht man auch so, was ich so mache, also ein paar Videos und Beschreibungen. Ja, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne. Dankeschön.